Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Fibibis Let's Play. Ja, die letzte Folge haben wir ja mit was Schönem beendet. Nämlich endlich hier dieser tollen Schaltung. Also, ich finde, es wirkt auf jeden Fall viel sicherer für mich. Ich habe sonst immer Angst gehabt, dass irgendwas reingelaufen kommt oder so und konnte nie mal kurz AFK sein oder so. Ich habe es ja meistens hässlich zugebaut gehabt. So gibt es einem echt mal das Gefühl, hier im schönen, sicheren Raum zu sein und nicht irgendwie an die Außenwelt zu sehr angeschlossen zu sein. Und außerdem habe ich gerade das Gefühl, es ist verdammt leise. Ah ne, das ist Musik. Okay, einen Moment. Okay, lag vielleicht daran, dass ich den Ton stumm hatte. Ja, also, mir sind viele Ideen dafür gekommen, was wir als nächstes machen könnten. Und mir kommen noch immer mehr. Eine davon, die mir gerade spontan kommt, ist, das hier zuzubauen. Weil wir werden vielleicht mal hier noch einen Raum machen oder so. Aber da hinten wird wahrscheinlich nichts allzu Großes mehr entstehen. Naja, wer weiß. Jedenfalls kein sonderlich großer Raum, da wir sonst irgendwo wieder aus dem Berg schauen. Aua. So. Wie hoch ist der Raum? Joa. Schön. Da muss ich mal kurz überlegen. Ich plane im Grunde das vom Server, auf dem ich gespielt hatte, also zusammen mit Roy, den ich halt auch gehostet habe, das nachzubauen. Und zwar habe ich ja schon mal den Fusionsreaktorraum gezeigt und dieser Raum hier orientiert sich auch leicht daran. Nämlich einfach, dass der hier auch sehr groß ist und auch irgendwann mal vielleicht den Fusionsreaktor beinhalten soll. Und mir gefiel halt auf dem alten Server so gut diese Art Vorsprung, also eher das Gegenteil von einem Vorsprung, ich weiß nicht, wie man es da nennt, Einbuchtung. Eben das, was wir hier gerade bauen. Nämlich halt eine Art Plattform, auf der man eigentlich den Raum betreten soll. Also der sollte am besten später ein Teleporter genau da drauf führen. Da sind wir halt noch zusätzliche Ideen gekommen. Also halt eben nicht nur einfach hier so einen Vorsprung zu machen, auf dem man startet, diesen Raum, sondern gleichzeitig auch noch von hier aus einen Gang zu bauen. Zu diesem Gang kommen wir gleich. Und dafür würde ich gerne erstmal hier das fertig ausbauen. Wie genau ich das ausbauen will, weiß ich auch noch nicht. So. Ich glaube. Vielleicht auch vorerst eins breiter. Wobei wir dann schon dem Tank recht nahe kommen. Ich fürchte fast, wir müssen den Raum irgendwann breiter machen. Aber ich weiß es noch nicht genau. Ich würde sagen, wir bauen einfach erstmal drauf los und falls wir irgendwann Platzmangel haben, können wir halt irgendwann mal umbauen. Noch eins höher. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es eins höher muss. Naja, einfach erstmal bauen. Ich will mich da noch nicht so ganz festlegen. So, drei breit ist auf jeden Fall nicht breit genug. Ich arbeite bei sowas gerne mit ungeraden Zahlen, also probieren wir es jetzt mit 5 und schauen, ob das besser aussieht. Das einzige Blöde mit so rumprobieren ist natürlich, dass es halt immer dauert, bis man das nächste Mal sich was angucken kann, weil man halt immer erstmal bauen muss. Also abbauen in dem Fall. Und dann kann man natürlich nicht mehr so gut mit dem vorigen vergleichen. Tja. So. Dann noch eins weg, also noch eine Ebene. Und das sollte dann schon mal ganz gut aussehen für den Anfang. Schöner Vorsprung bisher. Hoch.
Das habe ich aber noch nicht so gemacht. Das machen wir mal schnell. Ups, eins zu hoch. Passiert. Und sorry, ich habe gerade das Gefühl, dass meine Stimme gerade irgendwie nicht so gut drauf ist. Naja, ich hoffe mal, dass ich mir das nur einbilde. Wenn nicht, dann klinge ich halt gerade nicht so gut. Ich würde mal was essen. So, und was ich jetzt geplant habe, ist ein Bereich, der auf jeden Fall so hoch sein sollte. Ungefähr 5 Block breit. So. Ja, das geht durchaus, da denke ich. Und ja, auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig langweilig wirkt, werde ich jetzt hier mal kurz eine Art kleinen Tunnel reingraben. Weil das ist es, was ich will. Ich will dort eine Art langen Gang haben. Und wofür ich den benutzen werde, dazu werden wir ein andermal kommen. Jetzt möchte ich erstmal einfach so ein bisschen diese Infrastruktur haben. Gänge kann man immer gebrauchen, da kann man viel in die Seiten platzieren. Kann man auch gut zum Durchgehen benutzen. Also Gänge sind durchaus praktisch. Da brauche ich ja sicherlich keinen spezifischen Nutzen zu nennen. Naja. Gut, ich habe schon einen ganz genauen Plan, was das hier wird, aber ich will es irgendwie mal noch nicht sagen. Von daher hau ich einfach erstmal so ein bisschen diesen Tunnel raus. Der sollte schon ein ganzes Stückchen lang werden. Ich könnte jetzt auch einen Filter benutzen, aber ich weiß auch nicht. Es wird jetzt schon wieder so lange dauern, den Filter rauszusuchen, den Endmax rauszusuchen. Die ganze Redstone Energy Cell würde dabei leer gehen, die können wir dann auch wieder aufladen. Ist dann ein bisschen aufwendig für mich. So. Naja, ist auf keinen Fall schon so lang, wie ich es will. Das sollte mindestens zwei oder dreimal so lang werden. Also mache ich noch einmal so weit wie meine Sichtweite das gerade zugelassen hat. Das sind 5 Block. Und dann lassen wir diesen vorgefertigten Gang hier erstmal einfach so stehen. So. Dann so. Im Grunde könnte ich jetzt auch einfach bei jedem Blockabbau einmal so sagen. Das wäre sicher auch toll. So, 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 so. Sehr unterhaltsame Comments hier. Das muss man mir lassen. Gut. Könnte der Teil schöner aussehen? Gut, das könnte hier alles schöner aussehen. Aber fürs Erste. Hä? Wieso komme ich nicht mehr hoch? Ist das in dieser Version noch nicht so, dass da Blöcke zwischen sein dürfen? Das wäre ja scheiße.
Okay, ein Block darf zwischen sein. Hä? Muss ich das jetzt gerade verstehen? Gut, dann würde ich sagen, Clean Stone. Meinen will. Ein einzelner Clean Stone geht. Naja, und bevor ich es vergesse. Ich will dann nicht unbedingt Zombies oder so drin haben, die da dauernd rummurren. Also nur eine Fackel. Ein Stückchen nach vorne und runter. Nach vorne. Runter. So. Unser Inventar ist wirklich voll. Packen wir mal weg. Einfach rein da. Ist mir gerade recht egal, was da drin ist und was noch nicht. Und dann würde ich gerne demnächst mal an der Creeper-Chart weiterarbeiten. Allerdings ist das derzeit recht aufwendig. Daher habe ich mir was überlegt. Und zwar möchte ich mit etwas arbeiten, womit wir noch nie gearbeitet haben. Womit ich meistens recht late game anfange. Wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und mir fällt gerade auf, uns fehlt was Entscheidendes. Emeralds. Wir werden einen brauchen. Oh, da ist doch einer. Hab dich übersehen, weil du so ähnlich wie Oliver in einem Green Sapphire aussahst. Wir wollen, also ich möchte mit der. Modular Power Suit anfangen. Diese bringt wortwörtlich eine Modular Power Suit, also eine modulare, also mit Modulen arbeitende Power, also mit Strom arbeitende Suit, also Kleidung, Rüstung. Das bringt die Mod. Eine Art Rüstung, die an sich vollkommen nutzlos ist. Hier, dieses Item ist nutzlos, bis du Module hinzufügst. Ja, und man kann halt Module hinzufügen. Das Ganze ist modular. Diese Module, da weiß man von vornherein, was das ist. Man weiß auch, was die kosten. Das heißt, man muss die Sachen dann im Inventar haben. Und dann klickt man aufs Modul, auf Installieren. Dann sind die Items aus dem Inventar weg. Und dieses Modul ist da drauf. Wenn man diese Rüstung trägt, dann hat die die Module, die man da draufgepackt hat, und benutzt diese auf Kosten von Strom. Es gibt sehr, 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 sehr viele Module für diese Power Armor und darin liegt deren Vorteil. Allerdings ist der Nachteil, wenn man zu viele Module draufpackt, dann wird man irgendwann langsam. Bis man irgendwann extrem langsam ist. Ich glaube, man kann nicht so langsam machen, dass man langsamer ist, als wenn man auf Seelensand kriecht. Wenn man da wirklich so viele Module draufpackt. Und außerdem gibt es noch die Power Fist. Das ist keine Rüstung, sondern eine Art Werkzeug mit ganz vielen verschiedenen Modulen. Ja, wie banal ist so. Es bringt halt auch ganz viele Module mit sich, die halt per Rechtsklick immer ausgeführt werden können. Und die sind teilweise richtig, richtig, richtig praktisch. Diese Power Fist kann man für Nützliches verwenden, zum Beispiel als Ersatz für den Question Hammer. Man kann auch eine Spitzhacke draufpacken oder eine Axt oder eine Schaufel oder alles drei und somit als Werkzeug verwenden, also als Abbauwerkzeug. Man kann das genauso gut auch als Waffe verwenden. Man kann da richtig, richtig, richtig starke Sachen draufpacken. Und ja, wir wollen, ja, genau das will ich, einen richtig starken Angriff machen, mit dem ich ganz gezielt aus der Ferne Creeper killen kann, um so ganz schnell meine Soul Shard abzugraden. Weil das ist derzeit ein bisschen nervig, immer zu denen hinzufliegen, die zu schlagen, dass die dann vielleicht explodieren wegen Lag oder so. Das ist blöd. Das nervt auf Dauer total. Es gibt immer eine, sagen wir, Expansion Crafting Variante, also mit Blöcken, die Items von Thermal Expansion, und immer eine Industrial Crafting Variante. In dem Fall nehme ich die Industrial Craft Variante, weil ich keinen Bock auf die Machine Frames habe. Die mag ich nicht. Die crafte ich nicht gerne.
Außerdem haben wir noch wahrscheinlich Schaltkreise und Maschinenblock ist auch nicht schwierig. Was es übrigens gerade kurz zum Wissen geknackt hat, irgendwie so ein Geräusch, dann tut mir das leid. Ich habe es gerade irgendwie geschafft, meine Hand ge gegen den Tisch zu hauen. Ich weiß auch nicht wie. Ja, also Maschinenblock in Arbeit, Schaltkreise sollten im Netzwerk sein. Ja. Zur Info für die, die sich nicht gut mit der Mod auskennen, Applied Logistics, diese allerdings benutzen, beziehungsweise feststellen, dass ich hier irgendwie beim Rausnehmen irgendwelche Tricks verwende. Mit Linksklick nimmt man einen Stack raus, mit Rechtsklick nimmt man einen halben Stack raus, mit Shift-Linksklick holt man sich sofort einen Stack rein, mit Shift-Rechtsklick nimmt man ein einzelnes Item davon. Ansonsten kann man, wenn man das Inventar voller Cobblestone hat, Cobblestone, nicht Redstone, wow, wir haben fast mehr Redstone drin als das Cobblestone, dann kann man einen Doppelklick auf das Material machen, ganz schnell. Geht natürlich nicht, wenn ihr auf einem extrem lagfreien Server spielt, also wenn es dermaßen lagfrei ist, dann geht das echt nicht, habe ich festgestellt, weil es einfach sonst zu schnell reagiert. Aber wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen verzögert reagiert und ihr diesen Doppelklick in der Zeit geklickt bekommt, dann werdet ihr alles von diesem Item im Netzwerk verstauen. Das werden wir uns wahrscheinlich noch sehr oft zunutze machen. So, also wir machen einen Maschinenblock. Wir müssen den Electric Wrench verwenden, da ich gerade vergessen habe, einen Wrench mitzunehmen. Zwei Schaltkreise haben wir, dann noch ein Emerald. Ah, ich brauche nur einen Schaltkreis. Wieso habe ich denn zwei genommen? Naja. Dann haben wir eine Power Armor Tinkertable. Der Name klingt recht interessant. Sieht interessant aus. Auch von innen sieht es recht interessant aus. Wobei, es sieht vielleicht noch interessanter aus, wenn wir unsere Power Fist gemacht haben. Die Power Fist machen wir. Ich würde gerne meine ganzen Schaltkreise verbrauchen. Wiring. 3 Silber, 6 Kupfer oder 2 Goldkabel und ein Redstone. Ich glaube, Gold und Redstone haben wir im Zweifelsfall mehr als Kupfer. Okay. Dann pausiere ich mal. Bis ein andermal.